go this way forever. I'm Tyra Miss Jackson. Hallöchen und herzlich willkommen hier wohl zur coolsten Mod-Review aller Zeiten mal wieder. Und zwar stelle ich euch wieder ein weiteres Update vom Factorization-Mod vor. Und diesmal könnt ihr sogar mit Android, ab Android 5.0, sorry, nicht mit, sondern ab Android 5.0 damit wieder mal spielen. Ich habe jetzt 5.1 aktuell, 5.0 funktioniert jetzt auch und das gab es ja vorher nicht. Das hat ja vorher nicht funktioniert im letzten Update. Das wurde nun gefixt und jetzt geht das Ganze auch mit 5.1 und 5.0. Die aktuellsten Versionen sozusagen und 5.1.0. Oder nee, 5.0.1, genau. Ja, die Mod-Versionen gehen wieder alle. Und ihr seht schon hier, wir haben schon die ersten Items und wir können hier jede Menge Zeug widersetzen. Und das Geile daran ist ja, wer den Mod noch nicht kennt, wir haben nicht nur ein neues Item, sondern wir haben einfach mal OP, wenn das mal funktionieren würde. Guckt euch einfach mal an, wie viele Items das sind und das ist ja noch nicht alles. Wir können jetzt hier drauf gehen und dann scrollen wir hier runter und guckt euch den Shit mal an. Wie viele Items einfach mal. Es ist einfach so viel Zeug zum Bauen und zum Machen und zum Tun. Und ihr kennt den Mod vielleicht aus, ich glaube, Minecraft Leben. War es Minecraft Leben, wo das mit drin ist? Oder ist das, nee, Minecraft Mark. Minecraft Mark ist ja dieser Mod aktuell auch mit drin, ne? Soweit ich das weiß. Oder war mit drin, ne? Und, das ist schon ziemlich geil. Und der Mod ist riesig. Es ist, glaube ich, sogar der größte Mod in MCPE. Und es ist auch der komplizierteste. Und ich, ehrlich gesagt, ich kann gar nicht so viel. Es gibt ein paar kleine Dinge, die ich mal konnte. Mit dem Menü eigentlich auch gar nicht. Aber wir haben ja das Menü noch nebenbei. Und wenn wir hier nochmal reingucken, guckt einfach mal, wie viel das ist. Es ist einfach so krass viel. Aber das zeige ich auch jedes Mal. Das kann ich nämlich. Hahaha. Da können wir jetzt nämlich zum Beispiel in Survival umstellen. Wenn ich das mal hinbekomme. Und dann können wir uns hier nochmal so ein Jetpack geben. Und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel so ein Jetpack. Können wir so hier hinten aufsetzen. Jetzt seht ihr schon. Ah. Wo ist mein Jetpack-Boost? Dann haben wir mal hier noch einen. Ich glaube, ist das das Jetpack? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das Jetpack funktioniert, ehrlich gesagt. Irgendwie funktioniert das, aber ich kann euch gar nicht sagen. Das letzte Mal hat man, glaube ich, so einen Button hier, der ist gar nicht da. Das Ganze funktioniert natürlich noch ein bisschen anders. Man kann natürlich auch alles auffüllen und so. Die kann man sich mal so alle craften. Aber zumindest die coolen Waffen, die kann ich euch zeigen. Gucken wir mal. Na? Siehst du? Die schießt nicht. Doch, jetzt hier seht ihr es. Ach du Scheiße, 15% nur noch. Wie schlimm. Guckt euch einfach mal die Schüsse an, Alter. Die Waffe ist einfach so OP und so groß. Und wir können aber mal weiter gucken. Wir haben natürlich noch mehr Waffen. Die kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Und jetzt macht mein Handy die ganze Zeit Geräusche hier. Natürlich hier auch neue Rüstung. Könnt ihr euch einfach mal alles angucken. Ich leg mein Handy mal kurz aus. So. Ja, ja, 15%. Ganz toll. Haben wir hier natürlich noch eine Hose. Dann haben wir hier noch Schuhe. Wir haben jede Menge Stuff hier. Einfach, den wir einfach anziehen können. Ihr seht jetzt hier. Zack, 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 zack. Und wir sehen richtig OP aus. Also wir sind Space Rangers. Guckt euch das einfach mal an. Ja, mega nice aus. Ich kann mal ganz kurz den Third-Person-Shoot teilen. Das andere gibt's ja noch nicht. Guckt einfach mal, wie ein mega nice wir aussehen. Dieser Anzug ist richtig gut gemacht. Der buggt auch gar nicht. Ist richtig gut texturiert. Also so ein Mod, der dauert schon eine ganze Weile zu erstellen sozusagen. Und das sieht natürlich auch mega cool aus. Und wir gucken einfach noch mehr Zeug an. Jetzt bin ich natürlich rausgekommen aus Versehen. Das ist meine Schuld. Tut mir leid. Da gehen wir gerade wieder rein. Jetzt hatten wir doch gerade da oben einen Button. Ich weiß gar nicht. Der ist ein bisschen versperrt, glaube ich. Ist ja auch nicht schlimm. Wir gucken einfach mal weiter. Und ihr könnt natürlich, wie gesagt, den immer downloaden. Download-Link steht wie immer in der Beschreibung. Wir haben zum Beispiel noch so eine Atombombe. Auch mega nice. Und da ist ein Zombie. Der will uns was. Aber wir haben unsere OP-Tool. Bam! Der ist weg. Komm her. Legst du dich mit mir an, Alter? Ich hab Vernichtungswaffe. Und dann schießen wir sie ab. Ja! Und da sehen wir, wie so ein Pfeil da backt. Da sieht man so ein bisschen, wie der erstellt ist. Boah. Der will uns hitten. Aber wir sind gut. Den ersten damit tot. Boah, den trifft man ganz schwer. Das ist schon eine geile Waffe. Was haben wir hier eigentlich? Damit bauen wir sogar was hin. Guckt euch das einfach mal an. Wie OP jetzt ein bisschen wie World Edit. Man kann natürlich auch richtig geile Welten damit bauen. Und vor allem weißer Sand. Den gibt es dann natürlich auch nicht. Auch mega nice. Und ja, man sieht schon hier, es ist einfach so viel Zeug, krasses Zeug dazu gekommen. Kommt einfach noch immer noch Zeug und es wird immer noch geupdatet. Ein Trill, das ist natürlich auch noch eine verbesserte sozusagen Bohreinheit und eine verbesserte Säge. Damit können wir nämlich ganz schnell Bäume fällen. Um mal so Trill, wir müssten jetzt eigentlich hier... Guck mal, wir sind einfach mal in Survival und bauen ab wie ein Creative. Und das ist diese Trill einfach und die kriegt natürlich auch Schaden. Also es ist einfach übel und wie gesagt, der ganze Download steht unten in der Beschreibung, wenn euch das Ganze gefällt. Da ist natürlich noch vieles mehr, was ihr zusammen angucken könnt. Maschinen. Das ist ja eigentlich ein Maschinenmod, muss man natürlich da sozusagen. Und wenn ihr das selber mal testen wollt, selber spielen wollt, der Download dazu steht unten in der Beschreibung. Und ich denke mal, ich werde jetzt anschließend noch zeigen, wie man das Ganze installiert. Wir sehen uns gleich nochmal.
So, jetzt seht ihr den ganzen Bildschirm nochmal umgedreht. Ich kann das euch nur so zeigen, dass ihr so ein bisschen in Hälfte-Hälfte. Aber anders geht's leider nicht. Aber wir gucken uns jetzt nochmal an, wie man das Ganze installiert. Und ja, dafür braucht ihr folgende App, und zwar den ES-Datei-Explorer. Es geht natürlich auch andere Dinge, aber das ist der beste Tipp für. Dann entpackt ihr die Tipp, das muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht erklären. Wer es erklärt haben möchte, ich habe ein Video dazu auf meinem Kanal, da könnt ihr auch mal runterscrollen oder ich verlinke es hier unten in der Beschreibung. Aber wir gucken jetzt einfach mal und dann sind wir hier in dieser Folder. So, dann wird das Ganze bei euch in Dollars rumhängen, entpackt und dann sind wir auch schon hier. Und das Erste, was ihr jetzt tun müsst, ihr seht hier diesen Factuation on Render. Da müsst ihr einmal draufdrücken und geht auf Installieren. So, jetzt wird diese ganze App installiert. Jetzt wird vielleicht schon anzeigen, dass es schon installiert ist oder wird gerade geupdatet. Nee, wird es nicht. Dann haben wir das Ganze installiert. So, jetzt sind wir soweit fertig, nachdem wir das Ganze dann auch noch entpackt haben. Gehen wir auf den Home-Bildschirm und ja, wir sehen uns gerade wieder in Minecraft. So, nachdem wir wieder in Minecraft.pe angekommen sind und zwar beim Blocklaunch, ja, wer da nicht hat, aber ich denke mal, den wird jeder haben, der hier nach Mods sucht. Dann klickt ihr oben auf dieses kleine, ja, den kleinen Schraubenzieher, den ihr vielleicht sogar unsichtbar gemacht habt und geht auf Launcher-Einstellungen. Von den Launcher-Einstellungen geht ihr dann auf Texture-Packs und dort könnt ihr jetzt erstmal das removen, bei mir ist das eh schon das Richtige. Dann geht ihr auf Downloads und geht auf den Texture Factorization. Die anderen Sachen könnt ihr erstmal weglassen, denn die sind schon größtenteils installiert. Wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr hier auch schon gerade wieder rausgehen und müsst verwalte Add-ons anschalten. Ihr seht ja schon hier Factorization Render Add-on, das haben wir gerade eben installiert. Wenn das bei euch nicht da ist, müsst ihr das Ganze nochmal installieren oder vorher installieren. Und bei euch müsste das dann auf jeden Fall da stehen. Das andere Zeug, das interessiert euch erstmal nicht. Das sind so ein paar kleine Sachen, das ist von einem anderen Mod. Und das eine ist Too Many Items, das kennt ihr ja. Wenn ihr es deinstallieren wollt, seht ihr ja gerade hier, wie das Ganze funktioniert. Und ist das Ganze auch schon weg. So, wenn wir das gemacht haben und das Ganze aktiviert haben, dann machen wir am besten verwalte Patches auch noch an, das wäre ganz praktisch. Und dazu, verwalte Patches ist soweit, ich glaube, dann wird das Ganze geupdatet, ich kann es euch gar nicht genau sagen. Aber dazu können wir jetzt noch aktiviere Mod.pe-Scripts. Und wenn wir da drauf klicken, dann kommen wir hier hin, dann können wir erstmal alle anderen löschen, die wir vorher hatten. Das ist im Fall eh das Factorization-Mod. Dann drücken wir auf Importieren, lokaler Speicher, gehen wieder auf Downloads und dann seht ihr ja schon unsere, ja, unser Mod. Und wenn wir den installiert haben und das alles angeschaltet ist, hier oben muss natürlich alles angeschaltet sein, dann könnt ihr den ganzen Mod auch schon spielen. Ihr geht raus, geht in eure Welt und könnt damit sozusagen Spaß haben, damit das ganze Spiel nochmal neu starten, falls ihr schon in der Welt seid. Und ja, das war's auch soweit. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall noch ein Like da. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, mehr auf solche Mods stehst, auf jeden Fall auf den Factorization Mod Updates und so, mehr auf solche Mods stehst oder auf Texture Packs oder sonst irgendwas, kannst du dir einfach mal runterscrollen. Dann lasst mir noch ein Abo da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!